Ich darf dann in der von uns vereinbarten Reihenfolge den Tagesordnungspunkt 8 aufrufen. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Sozialdemokraten, Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnraumförderungsgesetzes, Drucksache 3460 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Die Einbringungsrede hält Frau Kollegin Barth. Und sie hat hierzu auch das Wort und ein gewischtes Pult. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht heute um das Gesetz zur Förderung von sozialem Wohnraum in Hessen. Das Gesetz wurde in den letzten Jahren häufiger geändert, immer dann, wenn sich die Mehrheiten im Landtag änderten. So wurde die Fehlbelegungsabgabe unter Mitregierung der FDP gestrichen, mit den Grünen dann wieder eingeführt. Die Förderung von Mietwohnungen wurde 2012 als nachrangig eingestuft. Auch diesen Fehler hat man inzwischen erkannt. Nun sind die Förderung von Miete und Eigentum wieder gleichwertig. Eine Veräußerung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätten konnte zum Glück im letzten Moment durch das Aufbegehren der Opposition, allen voran der SPD, und einer von vielen Menschen unterzeichneten Petition verhindert werden, Gott sei Dank. Es wäre unverzeihlich gewesen, dann hätten wir heute nicht einmal mehr eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Sie sehen, es gab eine Menge Irrungen und Wirrungen in der Wohnungspolitik. Heute wollen wir eine weitere wesentliche Korrektur auf den Weg bringen, eine Änderung im Wohnungsbindungsgesetz, die ebenfalls 2012 ins Gesetz gelangte, ein fataler Fehler, wie wir heute wissen. Es geht um die Nachwirkungsfrist in § 19 des Wohnraumfördergesetzes. Dort steht, die Dauer der Bindung richtet sich nach der in der Förderzusage festgelegten Frist. Erfolgt die Förderung durch ein Darlehen und wird das Darlehen vorzeitig freiwillig zurückgezahlt, beträgt die Dauer der Bindung nach der Rückzahlung 5 Jahre, Nachwirkungsfrist in Klammern, längstens bis zu dem in der Förderzusage bestimmten Ende der Bindung. Es war Wirtschaftsminister Florian Rentsch von der FDP, der die Nachwirkungsfrist von Belegbindungen damals von 10 auf 5 Jahre verkürzt hat. Insofern umfasst unser heutiger Gesetzentwurf eigentlich nur diese eine Zahl. Wir wollen die Nachwirkungsfrist für Belegbindungen wieder auf 10 Jahre verlängern. Der damalige Grünen-Abgeordnete und heutige Sozialminister Kai Klose hat dies treffend mit kein Gesetzentwurf aus einem FDP-geführten Haus ohne Grußadresse an die vermeintlich eigene Klientel, in diesem Fall die Wohnungswirtschaft. Zitat Ende kommentiert. Bravo, Herr Minister, ist leider nicht da. Vielleicht der Nachfolger, genau. Und die Wohnungswirtschaft hat die Grußadresse auch gleich entzückt aufgenommen. Die Auswirkungen sind inzwischen deutlich, meine Damen und Herren. Allein in Frankfurt sind durch vorzeitige Tilgung im Jahr 2018, also 5 Jahre später, da war das ja dann erstmals möglich, 471 Wohnungen und im Jahr 2019, letztes Jahr, 911 Wohnungen aus der Förderung herausgefallen und die Stadt hat folglich die Belegrechte vorzeitig verloren. Die Wohnungswirtschaft hat die Gelegenheit also gleich beim Schopf ergriffen und zahlreiche Darlehen im Jahr 2013 abgelöst. Fast 1400 Belegrechte gingen so den Bach herunter mit schwerwiegenden Folgen für die Mieter. 1400 Belegungsrechte in 2 Jahren nur in Frankfurt. Was liegt denn näher, als diesen Irrtum wieder zurückzudrehen, meine Damen und Herren? Bitte haben Sie diesen Mut. In der seit längerem herrschenden Niedrigzinsphase und auch in einer Zeit, wo im Ballungsraum hohe Mieten generiert werden, ist es logisch, dass Wohnungsbaugesellschaften dies nutzen, um ihre Gewinne zu steigern. Und Sie ahnen auch schon, wer an vorderster Front wieder aktiv ist. Unsere GWH, die 100-prozentige Tochter der Hellerbach, bessert hier auch mal wieder ihre Bilanzen auf.
Wie attraktiv das ist, und zwar sehr attraktiv, das zeigen die Zahlen, die ich Ihnen vorgetragen habe. Wie gesagt, 1400 Wohnungen allein in Frankfurt in 2 Jahren. Das müssen wir beenden, wenn wir mehr sozialen Wohnraum haben wollen. Und lieber Jürgen Lenders, heute früh hast du in Facebook einen lieben Gruß aus dem Hessischen Landtag gesendet und dass die FDP unseren Gesetzentwurf ablehnt. Ich habe es gelesen. Schon wieder eine Grußadresse an die Wohnungswirtschaft. Es ist doch kein Akt der Bürokratie, wie du das schreibst. Hier werden doch einfach nur Wohnungen teurer durch das Gesetz. In ganz Hessen sind im Jahr 2018 sind in Hessen 5000 Wohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen. Sie können sicher sein, ein nicht unerheblicher Teil durch eben diese vorzeitige Ablösung von Darlehen. Im selben Jahr wurden nur 892 Wohnungen. Hätte ich nicht ansprechen sollen. Jetzt redest du ständig dazwischen, ne? Gut, okay. Also jetzt mache ich weiter. Gut. Also bei Neubauförderung liegen wir im Bundesvergleich auch auf dem drittletzten Platz. Meine Damen und Herren, da müssen wir doch eigentlich an jeder Wohnung festhalten. Sind wir uns denn da nicht einig? Und es ist schon ein Paradox. Auf der einen Seite wird viel Geld für neue Belegrechte in die Hand genommen, und auf der anderen Seite schauen wir tatenlos zu, dass hunderte Belegungsrechte einfach früher verschwinden. Und wir bräuchten nur eine einzige Zahl im Gesetz ändern, um das wieder zu verändern. Mit diesem wirklich marginalen Eingriff in das Wohnungsbindungsgesetz, in das Wohnraumfördergesetz, können Sie hier dem Spuk ein Ende machen, und ich bitte Sie darum. Setzen Sie die Nachwirkungsfrist wieder auf 10 Jahre hoch, denn damit, mit einem so wesentlich längeren Zeitraum, wird es wesentlich unattraktiver, Belegungsrechte frühzeitig abzulösen. Das ist ein wichtiger Mosaikstein im schwierigen Kampf für bezahlbaren Wohnraum. Ansonsten geht es wirklich immer nur 2 Schritte vor, 1,5 Schritte wieder zurück. Bitte stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Dazwischengerufen hat eben der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN. Und vielleicht, wenn uns eins verbindet, die Kritik an den GRÜNEN, also so würde ich das jetzt nicht sehen, Herr Kollege, aber eins fällt dann schon auf. Also 2012 hat es genau 3 Gesetzesentwürfe gegeben, einen von CDU und FDP, der ja dann auch das Licht der Welt erblickt hat, einen von der SPD und einen von den GRÜNEN. Spannend ist eigentlich, wenn man das Protokoll sich anschaut, dass damals die Kollegin Karin Müller gesagt hat, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf, also dem Gesetzentwurf der GRÜNEN, zu, dann wird alles gut. Spannend ist, dass seit 8 Jahren wir von diesem tollen Gesetzentwurf der GRÜNEN überhaupt nichts mehr gesehen haben. Das ist dann schon mal, ja, das ist, ja, Kollege Wagner, genauso ist das. Und da muss man dann schon sagen, dass die SPD jetzt mal das Thema wieder auf die Agenda setzt. Lassen wir uns doch darauf ein und diskutieren wir mal darüber. Meine Damen und Herren, die Verlängerung der Bindungsfrist ist am Ende nichts anderes als eine Mietpreisbindung. Und genauso attraktiv wie eine Mietpreisbremse. Und sie hilft auch den Mietern genauso wenig bei der Suche nach einer Wohnung, bei der Frage, wie eine Wohnung ausgestaltet ist oder wo ich wohnen will, und passt sie dann zu meinem Einkommen. Also die freie Entscheidung, wie und wo ich wohnen will, wird damit überhaupt nicht gefördert, und damit kommen wir auch keinen Schritt voran. Frau Barth, wenn man sich das mal genau anschaut, dann zeichnen Sie ein bisschen ein falsches Bild.
Wir haben eine maximale Bindungsfrist von 25 Jahren, zwischen 20 und 25 Jahren beim sozialen Wohnungsbau, beim geförderten Wohnungsbau. Und die Mindestbindung ist 10 Jahre. Wenn diese 10 Jahre vorbei sind, besteht die Möglichkeit, vorzeitig die öffentlichen Mittel abzulösen und diese Wohnung dann an den freien Wohnungsmarkt zu geben, mit einer Nachlaufzeit von 5 Jahren. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 15 Jahren Minimum. Das ist für die Wohnungsbaugenossenschaften durchaus auch hier und da attraktiv sein kann, bei diesem Zinsmarkt vorzeitig diese Bindungen abzulösen. Ich will Ihnen aber sagen, das falsche Bild entsteht darin, dass Sie sagen, damit entstehen dann sofort Wohnungen, die man nicht mehr bezahlen kann. Das ist ja nicht wahr. Gerade die Wohnungsbaugenossenschaften, die überwiegend von diesem Instrument ja Gebrauch machen, bringen dann auf den Wohnungsmarkt Wohnungen, die vor allem die mittleren Einkommen, die ansonsten keinen Wohnberechtigungsschein haben, bringen damit auf den Markt. Das heißt also, gerade für den Bereich, wo wir also oft darüber sprechen, die Krankenschwester, der Feuerwehrmann, der Polizeibeamte, der keine Bezugsberechtigung für eine Sozialwohnung hat, bekommt aber die Gelegenheit, so auch an einen günstigen Wohnraum zu kommen. Und das, Frau Barth, das können Sie nicht wegdiskutieren, diesen Effekt. Und auch für die privaten Vermieter, muss man sagen, ist es durchaus spannender und interessanter, dass Sie auch sagen können, ich komme aus einer Bindung, auch wenn ich mich anders finanzieren kann, auch mal wieder heraus. Aber einen anderen Aspekt würde ich ganz gerne mit Ihnen diskutieren, und zwar, was passiert denn mit dem Geld, Frau Barth, was die Vermieter dann zurückzahlen? Das ist Geld, was wiederum zurückfließt für den geförderten Wohnungsbau. Das ist ja nicht so, als wenn dann Kollege Al-Wazir dann hingehen könnte und sagen könnte, so, da baue ich jetzt irgendwelche Radwege mit oder sonst was, sondern das ist Geld, was wieder für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung steht. Und das, was Sie da eben geschildert haben, wie viele Wohnungen dann aus der Bindung herausgegangen sind und vorzeitig abgelöst worden sind, genau das ist ja mit dem Geld passiert. Das Geld ist wieder eingesetzt worden, um Wohnungen neu entstehen zu lassen, die wiederum in die Bindung gegangen sind und dann teilweise ja wieder mit neuen langen Laufzeiten. Meine Damen und Herren, wenn wir über das Geld sprechen, über die Geldmenge, das tut auch der Staatsminister Al-Wazir ja ganz gerne, da sind immer diese 2,2 Milliarden stehen dann im Raum, da müssen wir uns dann allerdings fragen, warum denn nicht mehr von den großen Geldsummen, die das Land Hessen zur Verfügung stellt, warum dann nicht mehr tatsächlich für den geförderten Wohnungsbau eingesetzt werden. Und das ist ein Punkt, sind das die Förderrichtlinien. Lassen Sie uns doch mal darüber unterhalten, ob die technischen Bestimmungen, die in den Förderrichtlinien drin enthalten sind, wirklich attraktiv sind für Menschen, für Unternehmen, die Wohnungen bauen wollen, oder ob sie, und da komme ich eben zur Bürokratie, nicht einfach zu hohe bürokratische Hürden darstellen in der Betrachtung, ist es wirtschaftlich und ist es einfach, tatsächlich diese Richtlinien umzusetzen. Und es wäre, glaube ich, vernünftig, wenn wir gerade diese technischen Bestimmungen mal zurückdrehen. Und meine Damen und Herren, es ist auch so, dass in diesen Richtlinien nicht selten auch politische Ziele drinstecken. Auch hier müssen wir uns doch mal fragen, macht es in einem angespannten Wohnungsmarkt, wo es zweifelsohne den Bedarf an vielen Wohnungen gibt, macht es da wirklich Sinn, dann auch noch solche Förderinstrumente mit politischen Zielen zu überfrachten, sodass sie am Ende weder für Wohnungsbauunternehmen noch für private Investoren tatsächlich vernünftig erscheinen und interessant sind. Frau Barth, im Wohnraumfördergesetz hätte ich mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, ob wir es nicht mal nach den Jahren auch wieder, ob es nicht wieder mal vernünftig ist, an die Einkommensgrenzen zu gehen.
Darüber könnten wir uns mal gemeinsam unterhalten. Die Einkommensgrenzen. Kollege Siebel kannte immer das Problem. Der hat dann immer gesagt, Vorsicht, da müssen wir gut austarieren, weil es ja auch die Menge der Menschen, die dann eine Bezugsberechtigung bekommen, auch erhöht, also auch noch größeren Druck werten lässt auf die Sozialwohnungen, auf die geförderten Wohnungen. Aber es ist nach den Jahren, während diese Grenzwerte mal anzupassen. Darüber können wir diskutieren. Und am Ende aller Tage müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie wir den Kommunen in die Lage versetzen, tatsächlich mehr Bauland auszuweisen. Und ich glaube, dass wir die Kommunen als Land dabei unterstützen müssen, dass sie gerade bei der Erschließung von Baugrundstücken, dass es für sie interessant ist, aber auch die Folgekosten, nehmen wir mal an, es muss ein Kindergarten gebaut werden, dass wir uns auch darauf eine vernünftige Antwort geben als Land, wenn es dort zu einer Investitionslücke kommt, wenn es für Kommunen nicht interessant erscheint, wirklich Bauland auszuweisen oder baureif zu machen. Wo sind da die Hemmnisse? Wir brauchen mehr Grundstücke, wir brauchen mehr Wohnungen in Hessen im Ballungsraum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Frau Kollegin Förster-Heldmann für die Grünen. Entschuldigung, vielen Dank aber für das Reinigen. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ein einfacher Gesetzentwurf führt zwangsläufig irgendwie wieder zu einer Generaldebatte über das Wohnen. Die Krankenschwester, der Polizist wird erneut bemüht. Ich möchte einfach irgendwie mal auf eine Sache hinweisen. Wir alle haben ein großes Interesse daran, dass wir geförderten sozialen Wohnungsbau haben. Und gerade in den Ballungsgebieten, egal ob es jetzt Kassel ist oder sonst irgendeine Stadt, ist es wirklich vollkommen unbestritten, dass wir dieses Instrument brauchen, weil ganz viele Menschen eben in diese Ballungszentren ziehen. Und deswegen reicht es nicht allein, dass wir sozusagen Umfelderschließungen machen, was wir im Übrigen machen. Das erste Mal anhand von Schienenstrecken. Ich erinnere an den Frankfurter Bogen. Aber dieses Instrument des sozialen Wohnungsbaus, der Bindungen und der Belegrechte ist eminent wichtig für die Städte und Kommunen. Deswegen darf man das alles nicht kleinreden. Und diese Nachwirkungsfrist, die ja jetzt explizit in einem Gesetzentwurf von der SPD gefordert wird, was ja Frau Barth sehr schön dargestellt hat, ist eigentlich eine Geschichte, da hätte man vor Jahren noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also in der Zeit, wo das entstanden ist, muss man jetzt mal fairerweise sagen, haben ja vollkommen andere Bedingungen geherrscht. Und da jetzt wir schon seit Jahren so eine Art Nullzinspolitik haben, macht es natürlich für den einen oder anderen auch eine gewisse Attraktivität aus, Darlehen abzulösen und sich Kredite auf dem freien Markt zu beschaffen. Das ist unbestritten. Nur im Verhältnis, die Zahlen, glaube ich, aber das weiß ich nicht, ich hoffe mal, dass der Minister dazu ein bisschen mehr sagen kann, ich glaube, dass die Zahlen im Augenblick nicht so hoch sind, dass wir da dringend im Augenblick etwas ändern müssen. Aber was wir machen müssen, ist an den Förderkriterien arbeiten und auch also einmal eine Evaluation des Wohnungsförderungsgesetzes und des Bindungsgesetzes. Die Förderkriterien müssen neu angepasst werden. Unsere Gesellschaft hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert, alles hat sich verändert. Also müssen sich die Förderkriterien auch anpassen. Genau das ist der Fall. Deswegen wird an einer Evaluation nach meiner Kenntnis gearbeitet. Und deswegen werden wir an dieser Stelle Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen, weil das, was Sie da machen, ist zu kurz gegriffen. Wenn Sie Ihre eigene Rede anhören, Frau Barth, haben Sie es eigentlich selber gesagt, die Koordination von den drei Kriterien muss zusammenkommen. Und das, glaube ich, ist in einem gemeinsamen Vorgehen genau richtig. Und natürlich ist es auch so,
dass die Wohnungen, die aus dieser Bindung herausfallen, nicht von heute auf morgen sozusagen explosiv die Preise steigen, sondern die sind natürlich auch verhalten. Aber dann den Umkehrschluss zu sagen, Herr Lenders, es hat wirklich ein bisschen wehgetan, dann kriegen wir Wohnungen für Krankenschwestern und Polizisten, das fand ich dann schon ein bisschen zu harsch und auch zu einfach. Und auch, ich finde es auch einfach, viel zu einfach zu sagen, wir brauchen Bauland, dann wird es der Markt schon richten. Das haben wir doch längst kapiert, dass es der Markt von alleine nicht richtet. Deswegen haben wir die vielen kleinen Möglichkeiten der Beeinflussung gemacht, ohne dass wir mit dem großen Hammer wie Mietendeckel oder andere Dinge reingeschlagen hätten, sondern wir haben versucht, den Markt zu befrieden, einmal durch die Erhöhung des Eigenkapitals von der Nassauischen Heim, weil es erwiesenermaßen so ist, dass alle großen Wohnungsbauunternehmen beruhigend auf die Märkte einwirken. Und deswegen stärken wir, und deswegen haben wir auch damals gemeinsam im Übrigen verhindert, dass die Nassauische Heim verkauft wird. Also, es ist eine isolierte Betrachtung, die finde ich zu kurz gegriffen. Ich habe deutlich gemacht, an was wir ein Interesse haben. Ich gehe davon aus, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich sage noch einmal, die Ballungszentren, Städte und Gemeinden sind sehr darauf angewiesen, dass wir unsere Arbeit machen. Das werden wir tun. Wir werden gemeinsam, das sieht man ja schon daran, dass wir praktisch in jedem Plenum eine mittelgroße Wohnungsdebatte haben. Ich freue mich jedes Mal darauf. Ich finde das sehr befruchtend. Wir machen ja. Das ist so, und ich meine, man könnte jetzt auch immer wieder die gleichen Textbausteine bringen, mache ich aber nicht. Ich habe erklärt, warum wir am heutigen Tage nicht zustimmen und dass wir gemeinsam weiterhin an sozialen Wohnungsbau arbeiten werden, dass wir Belegungsrechte und Bindungsrechte weiter aufbauen, nachdem es eine riesengroße Delle in den Anfang der 2000er Jahre gegeben hat und wir heute noch daran arbeiten, diese Delle langsam wieder aufzubauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Schalauske ist der nächste Redner. Danach kommt Herr Schulz von der AfD. Jetzt aber erst einmal Herr Schalauske. Sie haben das Pult. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eben notwendig, hier im Plenum des Hessischen Landtags öfter eine Grundsatzdebatte zur Frage der Wohnungspolitik zu führen, Frau Kollegin Förster-Heldmann von den Grünen, weil man vermelden muss, in Hessen nichts Neues. Die Lage am Miet- und Wohnungsmarkt, die ist nach wie vor katastrophal. Mieten steigen und steigen. Menschen werden aus ihren Wohnungen verdrängt. Bezahlbarer Wohnraum ist mindestens einmal in den Ballungszentren in größeren Städten Mangelware. Obendrauf kommt jetzt noch die Corona-Pandemie, deren Folgen für die Mieterinnen und Mieter noch immer nicht ganz abzusehen sind. Als Antwort auf diese Misere haben wir in den vergangenen Plenardebatten immer wieder gehört. Heute waren die Stimmen ein bisschen leiser. Bauen, bauen, bauen. Ja, gebaut wird. Auch das haben wir öfter hier diskutiert, nur leider halt völlig am Bedarf vorbei. Es entstehen zwar tausende teure Eigentums- und tausende teure Mietwohnungen, aber eben nicht der Wohnraum, der wirklich gebraucht wird. Und entgegen den vergangenen Ausführungen, Frau Kollegin Förster-Heldmann, wo Sie ja nun schon auch immer gesagt haben, na ja, man darf sich's aber mit den Playern auf dem Wohnungsmarkt nicht verderben, und heute sagen, nein, wir wollen ja als Grüne auch nicht, dass der Markt alles regelt, bleibt der Eindruck, dass diese Landesregierung bei der Lösung der Wohnungsfrage vor allem auf den Markt und auf die privaten Player setzt. Und die lösen nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, sondern sie schaffen sie erst. Das ist unsere feste Überzeugung. Deswegen wollen wir zur Lösung der Probleme eine konsequente öffentliche Förderung, auch
für bezahlbaren Wohnraum, für eine soziale Wohnraumversorgung, für die vielen Menschen ohne hohes Einkommen, bei denen der freie Markt eben systematisch vorbeibaut. Und wenn Herr Lenders sagt, naja, es gibt auch Leute, die eine dringende bezahlbare Wohnung brauchen, die aber zu viel verdienen für eine Sozialwohnung, dann wäre ja meine erste Maßnahme, es endlich umzusetzen, was Schwarz-Grün nun schon lange verkündet hat, dass es den zweiten Förderweg eben nicht nur in einem Regierungspräsidium gibt, sondern eben auch für ganz Hessen. Auf diese Maßnahme warten wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten. Aber schauen wir uns noch einmal die Zahlen an. Und die sind ja wichtig. Und da kann man auch nicht einfach so leichtfertig hier von einer leichten Delle reden. Wir wollen uns die Zahlen des sozialen Wohnungsbaus in Hessen anschauen. Und da warten wir auch noch immer auf die Antwort auf unsere Kleine Anfrage. Aber unsere Bundestagsfraktion, die hat ja schon Zahlen vorgelegt. Über die sind berichtet worden. Und die zeigen, dass auch im Jahr 2019 keine Trendwende gelungen ist, trotz den immer wieder mantraartig hier vorgetragenen Rekordfördersummen. Weiterhin fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue hinzukommen. Das ist die traurige Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung. Waren es 2018 noch 80.300 Sozialwohnungen, so sind es ein Jahr später nunmehr 79.728. Zum Vergleich, im Jahr 2014 waren es noch über 111.000 solcher Wohnungen. Das macht ein Minus von über 31.000 Wohnungen in sechs Jahren schwarz-grün. Das, meine Damen und Herren, ist auch keine leichte Delle von irgendwann, sondern das ist eine Katastrophenbilanz, für die die CDU und Grünen hier im Land politische Verantwortung tragen. Aber, und diese kritische Bemerkung, die muss auch erlaubt sein, den Niedergang des sozialen Wohnungsbaus in Hessen, der ist nicht allein in der Verantwortung der Landesregierung. Auch die Koalition im Bund, die tut zu wenig, um da entgegenzusteuern. Im Gegenteil, dieses Jahr hat die Koalition die Ausgaben für die soziale Wohnraumförderung um ein Drittel reduziert, von 1,5 Milliarden in den Jahren zuvor auf jetzt nur noch 1 Milliarde. So geht der schon ohnehin dramatische Rückgang nur noch nahtlos weiter. Das finden wir falsch. Also, auch wenn die Bundespolitik hier eine große Mitverantwortung trägt, dürfen sich aber Grüne und CDU nicht aus der Verantwortung stehlen. Und natürlich wäre es notwendig, das hessische Wohnraumfördergesetz endlich zu verändern. Und es ist auch vollkommen richtig, wie es im heutigen Gesetzentwurf der SPD gefordert wird, die Nachwirkungsfrist im Falle einer vorzeitigen freiwilligen Tilgung von Förderdarlehen wieder auf 10 statt der bisher 5 Jahre zu verlängern. Ich finde, wir dürfen es den, Herr Kollege Lenders, wir dürfen es den Investoren nicht so leicht machen, sich aus ihrer sozialen Verantwortung rauszukaufen, die ohnehin begrenzte Zeit der sozialen Zwischennutzung im sozialen Wohnungsbau durch eine vorzeitige Rückzahlung der Kredite weiter zu verkürzen. Ich kann verstehen, dass Ihnen das alles ganz gut gefällt, weil es für die Privaten attraktiv ist. Das haben Sie ja auch gesagt. Aber für uns ist nicht der Maßstab, was für die Privaten attraktiv ist. Für uns ist der Maßstab, was den Mieterinnen und Mietern hilft. Und da müssen wir wegkommen von dieser sozialen Zwischennutzung. In der Vergangenheit sahen das übrigens auch die Grünen so. Frau Kollegin Barth von der SPD hat ja darauf heute schon hingewiesen. Und auch Kollege Lenders, FDP, hat es erwähnt. 2012 hat die CDU und die FDP gemeinsam die Frist verkürzt. Und damals sprach der Abgeordnete Kai Klose hier in der Plenardebatte und sagte am 26. Juni 2012, diese Maßnahme sei, Zitat, eine Grußadresse an die vermeintlich eigene Klientel, in diesem Fall die Wohnungswirtschaft. Jetzt kommt es nicht oft vor, dass wir in den Debatten hier zur Wohnungspolitik den Grünen, den hessischen Grünen in wohnungspolitischen Fragen zustimmen, aber hier muss ich es ausdrücklich tun. Es ist sehr richtig. Der Kollege Klose hat es auf den Punkt gebracht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Machen Sie Schluss mit der Klientelpolitik für die Immobilienwirtschaft. Verlängern Sie die Nachwirkungsfrist wieder, und das am besten gleich auf 12 Jahre, so wie es SPD, Linke und Grüne in Berlin gemacht haben. Klar ist aber auch,
Diese Maßnahme wird es nicht richten. Und wie Herr Frömmrich genau weiß, wollten die GRÜNEN noch viel mehr verkaufen. Insofern ist der Ansatz, und da gucken wir uns das noch einmal an, ja, die GRÜNEN wollten viel mehr verkaufen. Und die GRÜNEN tragen die Verantwortung für den Verkauf der Eisenbahner auch in Hessen, die heute bei Vonovia sind und die dann auch noch von der Erbpacht profitieren. Das ist eine Schande. Da sollten sich die GRÜNEN mal an die eigene Nase fassen, statt hier wohlfeile Reden im Parlament zu führen. Herr Frömmrich, was wir brauchen, ist eine Offensive im sozialen Wohnungsbau. Wir wollen Schluss machen mit der sozialen Zwischennutzung. Wir wollen, dass die Bindungen länger sind, dass die Bindungen nicht befristet einfach nach 20 Jahren, nach 10 Jahren oder dann noch kürzer ablaufen, dass damit sich Unternehmen von sozialen Verpflichtungen freistellen und freikaufen können. Hier besteht dringender Änderungsbedarf am Wohnraumfördergesetz, aber dieser Änderungsbedarf, der geht noch viel weiter, und das werden wir hier in diese Debatten reintragen, ob es den GRÜNEN passt oder nicht. Vielen Dank. Als Nächstes, habe ich ja schon angekündigt, ist der Kollege Schulz von der AfD auf der Rednerliste. Danach kann sich schon Herr Kasseckert aus den Weiten des Offs gelegentlich hierher begeben. Bitte schön, Sie haben das Wort. Verehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossen von der SPD. Ihr Antrag läuft völlig ins Leere. Sie versuchen, mal wieder durch das Hin- und Herschieben des vorhandenen Wohnraumes ein großes Problem, nämlich den Wohnraummangel, zu beseitigen. Zwar haben Sie das Problem der Niedrigzinsen erkannt, aber offenbar wollen Sie nicht verstehen, dass genau deshalb Wohnungsbauunternehmen jetzt schon kaum einen Grund haben, auf staatliche Finanzierungsprogramme zurückzugreifen. Mit Ihrem Antrag verschlechtern Sie die Rahmenbedingungen für die staatlichen Kredite zusätzlich. Die Wirkung Ihres Antrags würde sein, dass noch weniger Unternehmer auf diese Möglichkeit ausweichen und sich stattdessen die Mittel direkt auf dem freien Markt beschaffen. Das wiederum hätte zur Folge, dass noch weniger Belegungsrechte und verbilligte Wohnungen zur Verfügung stehen würden. Wollen Sie das wirklich? Oder sind Sie nur nicht in der Lage, einfachste Marktmechanismen zu erkennen? Sie scheinen zu glauben, dass man einfach durch Rückkehr zur alten Gesetzgebung Probleme lösen könnte. Das ist auch verständlich, dass die Genossen so rückwärtsgewandt sind. Das wäre ich an Ihrer Stelle auch. Immerhin sind Ihre glorreichen Zeiten längst vorbei. Da blickt man gerne einmal zurück als SPDler. Wir als AfD lehnen bis auf wenige begründete Ausnahmefälle jeglichen Eingriff des Staates in die Wirtschaftspolitik ab. Die AfD hat in diesem Zusammenhang schon unzählige Male deutlich gemacht, es haben Förderungen des Staates, wie in diesem Fall die Wohnungsraumförderung, noch niemals nennenswerten Einfluss auf die angespannte Wohnraumsituation gehabt. Die AfD steht im Gegensatz zu Ihnen nicht für eine Privilegierung weniger, sondern für Kostensenkung beim Wohnraum für alle. Wir fordern, völlig überzogene Normen wie das EEG oder die NF zu streichen und die Grundsteuern grundlegend zu senken. Wir stehen für die Erhöhung des Wohngeldes für alle Bedürftigen statt sogenannter Sozialwohnungen für einige wenige. Das Mittel der Belegungsrechte hat seine Berechtigung. Hier sollte man aber auf Bestandswohnungen ausweichen und nicht teure Neubauwohnungen erstellen lassen. Wir als AfD hoffen auf den Tag, an dem wir in diesem Haus endlich Gesetze verabschieden werden, die das Bauen vereinfachen, und zwar für jedermann. Unser Ziel ist es, die Eigentumsquote in diesem Land zu erhöhen und sie dem auf den europäischen Durchschnitt anzuheben.
Denn nur so ist es eine gesicherte wirtschaftliche Existenz für eine möglichst große Zahl an deutschen und hessischen Bürgern möglich. Eigene vier Wände bedeuten Freiheit und Souveränität. Das vergessen die Genossen gerne, weil das Fremdwörter für sie sind. Die angespannte Wohnraumsituation, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, wird sich durch solche Gesetzesänderungen wie die heutigen nicht entspannen. Das sind Nebelkerzen. Was wir vor allem und zuallererst brauchen, das sind Bedingungen, unter denen der ländliche Raum attraktiver wird. Das ist das, was wir brauchen. Obwohl viele Wähler der SPD im ländlichen Raum leben, sind wir verwundert, dass die SPD die Interessen ihrer eigenen Wählerschaft missachtet. Wir sorgen dafür, dass die Bevölkerung im ländlichen Raum eine Alternative hat, und deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Ich danke Ihnen. Danke sehr. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kasseckert zu Wort gemeldet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn wir mit einer Vorstellung dessen an das Thema rangehen, was wir eigentlich als Ziel verfolgen, dann kann man sich jenseits der Grundsatz- und der Grundliniendiskussion, die wir heute auch wieder führen, vielleicht auch inhaltlich mit dem Punkt beschäftigen und hinschauen, ob, und Herr Lenders, wir sind uns ja häufig einig, was die Wohnungsbaupolitik betrifft, aber ob vielleicht an der einen oder anderen Überlegung durchaus etwas dran ist, ob vielleicht aus der einen oder anderen Entscheidung in der Vergangenheit sich etwas entwickelt hat, was nicht in dem Sinne war, wie man es vielleicht ursprünglich vorgesehen hat, und man durchaus danach erwägen kann, etwas zu korrigieren. Wir haben im Blick das Wohnen in Hessen, das Wohnen insbesondere im Ballungsraum, auch für diejenigen, die mieten müssen, bezahlbar sein muss. Und zwar nicht nur bezahlbar sein muss für die, die ein hohes Einkommen haben oder ein mittleres Einkommen haben, sondern wir tragen auch Verantwortung für diejenigen, die eben niedrige Einkommen haben und trotzdem Wohnraum brauchen und auch im Ballungsraum Wohnraum brauchen. Und deshalb finden Sie in unserem Koalitionsvertrag eine Regelung, eine Zielbeschreibung dessen, dass wir Sozialwohnungsbau fördern wollen, dass wir Belegungsrechte ausdehnen wollen, dass wir beispielsweise auch die Nassauer Heimstätte dahingehend stärken wollen, dass sie mehr sozialen Wohnraum zur Verfügung stellt. Und deshalb nehme ich diese Diskussion, die Sie hier angestoßen haben, Frau Barth, sehr ernst, weil das natürlich ein Thema ist, wenn wir auf der einen Seite mehr Wohnraum schaffen wollen, mehr Wohnungen bauen wollen, aber auf der anderen Seite feststellen müssen, dass uns sozusagen unten mehr Wohnungen verloren gehen, und zwar vor Ende der Belegungsfrist verloren gehen, dann ist es eine Entwicklung, die wir nicht völlig unkritisch hinnehmen sollten. Man kann über den Weg jetzt streiten. Ich will vorwegschicken, dass wir im Rahmen des Wohnraumfördergesetzes diesen Punkt auch aufnehmen werden, diskutieren werden, eventuell auch korrigieren oder ändern werden. Das wäre zu früh, heute zu sagen, wie wir es ändern. Aber ich sage, für die CDU-Fraktion und auch für unseren Koalitionspartner ist es ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite in Zeiten, die vielleicht schwieriger waren, in denen das Zinsniveau höher war, dass wir sozusagen Modelle unterstützen, finanziell unterstützen mit günstigen Konditionen oder Kapitalmarktkonditionen, auch privaten Unternehmen Renditen ermöglichen. Und das ist etwas, wozu wir ausdrücklich stehen. Wohnungsbau muss auch für denjenigen, der baut, der Wohnraum schafft, am Ende eine Rendite ermöglichen können. Aber es kann da nicht sein, wenn sich die Zinsmärkte, die Kapitalmarktsituation im Laufe der Zeit verändert, dass einseitig dann ein Ausstieg aus diesen Verträgen, aus diesen Bedingungen möglich ist. Und das ist ein Punkt, den wir intensiv und ernsthaft diskutieren müssen, eventuell auch korrigieren müssen. Und deshalb danke ich Frau Barth für die Anregung in dieser Diskussion. Und Sie werden, wie gesagt, mich an der anderen oder an den früheren Diskussionen immer dahingehend verstanden haben, dass ich kein Freund von Regulatorik bin. Und zwar deshalb, weil jede Regulatorik, die wir zusätzlich aufsatteln, Neubau erschwert. Und ich würde Herrn Lenders ja sogar recht geben, wenn er sagt,
dass wir durch dieses sozusagen Herauslösen dieser Wohnungen gleichwohl dem Wohnungsmarkt günstige Wohnungen zur Verfügung stellen und das Geld, das wir dann aus vorher abgelösten Darlehen zurückbekommen, wieder in neuen Wohnraum, sozialen Wohnraum investieren können. Das wäre, das war der, glaube ich auch, glaube auch, dass der Grundgedanke richtig ist. Aber wir alle wissen, dass eben insbesondere im Ballungsraum Wohnfläche oder Bauland kaum zur Verfügung steht. Das heißt, wir leiden unter dem Problem, dass wir auf der einen Seite Geld haben, das auf der anderen Seite nicht abfließen kann. Über die Gründe haben wir schon vielfach diskutiert. Es ist nicht nur Regulatorik, es ist eben auch Baurecht und andere Themen. Und gerade aus diesem Grund ist es notwendig aus meiner Sicht, dass wir sagen, wir können am unteren Ende dann nicht sozusagen kritiklos hinnehmen und zusehen, dass die Renditeerwartungen eines Einzelnen, den er ursprünglich mal vor 10 Jahren hatte oder vor 8 Jahren hatte, jetzt in einer höheren Rendite oder in der Möglichkeit einer höheren Rendite durch günstigere Kapitalmarktfinanzierungen sozusagen zulasten des sozialen Wohnungsbaus umgesetzt wird. Das ist der Punkt, über den wir ernsthaft nachdenken. Wir haben die das Wohnraumfördergesetz, die Änderung, die Aktualisierung vor der Brust. Da nehmen wir den Punkt mit auf. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass wir für solche Überlegungen in der Tat auch empfänglich sind, weil wir es nicht gerecht finden. Pacta sunt servanda, wir haben einen Vertrag geschlossen, der sollte eingehalten werden. Und das gilt auch, wenn sich die Zinskonditionen in dem Fall zugunsten der Investoren zum Besseren wenden. Aber das sollte dann eben keine einseitige Entwicklung sein. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich wieder eine Wohnungsdebatte. Das gibt mir Gelegenheit, den großen Bogen zu spannen. Und keine Sorge, zur Nachwirkungsfrist komme ich auch, Frau Barth. Aber ich will schon noch einmal sagen, an den Punkten sind wir uns ja hoffentlich alle einig. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum erhalten und schaffen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es kurzfristige Möglichkeiten, Stichwort Ankauf von Belegungsrechten oder auch Regulatorik, Stichwort Mietpreisbremse. Aber mittel- und langfristig ist klar, dass wir auch neue Wohnungen brauchen, viele neue Wohnungen und darunter natürlich auch geförderte Wohnungen, die auch möglichst lange dann geförderte Wohnungen bleiben sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Summe ist genannt worden. Herr Lenders hat sie genannt. Auch da merke ich, langsam viele Debatten sorgen dafür, dass wir auch manche Punkte auch in allgemeine Kenntnis übergehen. Wir wollen bis 2024 2,2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau insgesamt zur Verfügung stellen. Und das sind Rekordmittel. Und diese Mittel sollen eingesetzt werden, natürlich vor allem, um auch neuen geförderten Wohnraum zu schaffen. Und wir haben auch, das ist ebenfalls erwähnt worden, Stichwort Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe, zusätzliche finanzielle Mittel auch auf der kommunalen Ebene, die zur Verfügung stellen. Und es ist ebenfalls schon angesprochen worden und auch sehr, sehr wichtig. Wir haben die Nassauische Heimstätte. Ein Glück, dass wir sie haben. Ich bin da mit großer Freude Aufsichtsratsvorsitzender. Und deren Ziel ist, perspektivisch um 15.000 auf 75.000 Wohnungen im eigenen Bestand zu wachsen, sowohl frei finanziert als auch geförderten Wohnraum, um am Ende für die Menschen eine stabilisierende Wirkung auf dem Wohnungsmarkt zu entfalten. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt muss ich aber an dieser Stelle, ich war ja bisher total freundlich, aber Herr Schalauske, also erstens will ich das noch einmal sagen, ich habe die Wohnungsbedarfsprognose vorgestellt vor 2 Wochen. Und wir brauchen bis 2040 von 2018 angerechnet ungefähr 367.000 Wohnungen in Hessen, Großteil davon im Regierungsbezirk Darmstadt. Und wenn Sie glauben, dass das alleine mit öffentlichem Wohnraum funktioniert, dann liegen Sie falsch. Wir brauchen privaten Wohnungsbau und öffentlichen Wohnungsbau. Wir brauchen auch im öffentlichen Bereich frei finanzierten Wohnungsbau und geförderten Wohnungsbau. So wird am Ende ein Schuh draus. Und ich hätte es ja gar nicht gesagt, ich hätte es ja von meiner Stelle aus gar nicht angesprochen. Aber, lieber Kollege Schalauske, wenn Sie sagen Berlin, Sie haben ja die Antwort auf die Anfrage von Karen Ley
zitiert und die hessischen Zahlen genannt. Das sind 581 Wohnungen weniger, haben Sie genannt für Hessen. Wissen Sie, wer den größten Verlust an sozialem Wohnungsraum im letzten Jahr hatte? Das war das Land Berlin mit minus 20.497 Sozialwohnungen. Über 20.000 Sozialwohnungen weniger in Berlin, in Hessen minus 581. Das schmerzt mich, aber vergleichen Sie das einmal. Das ist sozusagen der Abschiedsgruß der Kollegin Lomscher gewesen. Sie müssten sich einmal überlegen, ob wirklich sozusagen an dieser Stelle das immer so das leuchtende Vorbild ist, Herr Kollege Schalauske. Wie gesagt, ich habe die Zahlen dabei. Ich hätte sie gar nicht genannt, aber das haben Sie jetzt herausgefordert. Das haben Sie jetzt herausgefordert. Und es ist schon angesprochen worden, die Fläche ist der limitierende Faktor, vor allem im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die Baulandoffensive gegründet haben, um Grundstücke für den Bau bezahlbarer Wohnungen zu mobilisieren, wo wir die Kommunen unterstützen. Und dann haben wir noch einmal zusätzlich, da wo der Druck ganz besonders groß ist, im großen Frankfurter Bogen ein Programm aufgelegt, wo sozusagen klimafreundliche Mobilität, nachhaltige Quartiersentwicklung gleich mitgedacht wird. Und das ist alles zusammen sozusagen ein Bündel von Maßnahmen. Und jetzt zum geförderten Wohnraum und was man da noch verändern muss. Wir haben die Allianz für Wohnen gemeinsam ein 12-Punkte-Programm erarbeitet. Da sitzen alle am Tisch, sozusagen von der Wohnungswirtschaft bis zum Mieterbund, von den Sozialverbänden bis zu den Kommunen. Und da ist natürlich die Frage, wie man die Konditionen der hessischen Wohnraumförderung in allen Bereichen verbessert. Und genau das machen wir jetzt, auch im geförderten Wohnraum, aber auch beispielsweise bei der Eigentumsförderung. Wir haben in der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums, das ist ja auch unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen, die Zinsen bei der Eigentumsförderung in diesem Jahr erneut gesenkt. Sie betragen jetzt 0,6% für ein Darlehen mit 20-jähriger Laufzeit, für ein Darlehen im letzten Rang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist sicherlich sehr viel. Und wir arbeiten genauso daran, dass wir die Sozialwohnungen an dieser Stelle erhöhen. Wir haben die Fördermittel für den Erwerb von Belegungsrechten aktuell aufgestockt. Und die Richtlinien zur sozialen Mietwohnraumförderung, zur neuen Richtlinie zur sozialen Mietwohnraumförderung, stehen kurz vor der Veröffentlichung. Auch hier wird es bei den Förderkonditionen deutliche Verbesserungen sowohl bei den Zinsen als auch bei den Zuschüssen geben, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir einerseits die Fläche haben und andererseits diejenigen, die am Ende auf diesen Flächen auch den geförderten Wohnraum bauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt zur Nachwirkungsfrist. An dieser Stelle ist ausdrücklich richtig, wir haben ein Interesse daran, dass geförderter Wohnraum, der belegt werden kann, von den Kommunen, das, was man normalerweise Sozialwohnungen nennt, natürlich auch möglichst lange in einer solchen Bindung bleibt. Wir haben gleichzeitig aber auch die Ablösemöglichkeit für die Investoren. Und genau da kommt es jetzt darauf an, klug zu entscheiden, wie wir dafür sorgen, dass diese Belegungsmöglichkeiten möglichst langfristig erhalten bleiben. Und die Absicht ist, Frau Barth, absolut richtig. In Ihrem Gesetzentwurf gibt es ein Problem. Das erste Problem ist, dass Sie zwei Gesetze durcheinanderwerfen, weil die Nachwirkungsfrist ist sowohl im Wohnraumfördergesetz wie auch im Wohnungsbindungsgesetz drin. Und wenn Sie Ihren Gesetzentwurf mal sehen und nur die Überschrift und die erste Zeile vergleichen, da wo die Problemstellung ist, sehen Sie schon, also so geht es auf jeden Fall technisch nicht. Ich will ja ganz freundlich nur darauf hinweisen. Und wir haben Kollegin Förster-Heldmann und Herr Kasseckert haben schon angesprochen, wir sind gerade dabei, das Hessische Wohnraumfördergesetz und das Hessische Wohnungsbindungsgesetz beide zu evaluieren. Und im Rahmen dieser Evaluierung wird auch die Frage geprüft, ob die Nachwirkungsfrist verlängert wird.
Und ich bin an dieser Stelle ausdrücklich sagen, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, und wir wollen das in einer Gesamtschau machen, weil wir eine Einheitlichkeit der Regelungen im Bereich der sozialen Wohnraumförderung brauchen. Dann wäre es nötig, natürlich, wenn wir das insgesamt machen wollen, beide Gesetze in einem Verfahren zu ändern und das auch nicht isoliert zu tun, sondern in einem Gesamtpaket, um den Wohnungsbau in Hessen und dann natürlich auch den geförderten Wohnungsbau in Hessen weiter Stück für Stück voranzubringen und hochzufahren, so wie wir das in den letzten Jahren beharrlich gemacht haben und weiter tun werden. Ich freue mich auf die weiteren wohnungspolitischen Debatten im Hessischen Landtag. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ihrer Freude können wir auch sofort entsprechen. Als nächste Rednerin hat sich Frau Barth von der SPD-Fraktion gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister, wenn Sie so gerne über Wohnungsbau diskutieren, dann diskutieren wir doch gleich weiter. Da mache ich doch gerne mit. Lieber Jürgen Lenders, das war jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob das ein parlamentarisches Wort ist, das war wirklich eine geile Begründung, warum ihr unseren Gesetzentwurf ablehnt. Sozialwohnungen fallen aus der Mietpreisbindung raus, und das ist gut so, weil dann endlich mehr Platz für Wohnungen für Geringverdiener ist. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Also, aber wo sollen dann die Sozialamtsmieter hin? Sollen die dann in Höhlen wohnen? Also ich finde, über die Begründung solltest du noch einmal nachdenken. Nein, wir sollten nicht um den heißen Brei herumreden. Wir können es uns in der jetzigen Situation einfach nicht leisten, dass geförderter Wohnraum frühzeitiger als notwendig aus der Belegbindung herausfällt. Und Frau Förster-Heldmann, dass Sie jetzt schon in erster Lesung sagen, dass Sie dem Gesetzentwurf nicht folgen wollen, also vor der Anhörung, bevor Sie mehr Zahlen kennen, das finde ich leider etwas traurig. Einmal ist Ihnen der Hammer zu groß, wenn wir mit dem Mietendeckel kommen, und jetzt ist es Ihnen zu kurz gegriffen. Also irgendwas klemmt da leider immer. Ja? Sie wollen Belegrechte aufbauen, aber Sie machen sich doch auch, das müssen Sie doch selbst sehen, Sie machen sich doch die eigenen Erfolge, so sie denn eintreten, kaputt, wenn Sie gleichzeitig tatenlos zuschauen, wenn auf der anderen Seite Sozialbindungen en masse vorzeitig erlöschen. Und da verstehe ich auch einfach nicht, warum. Hoffnung gemacht. Hoffnung gemacht hat mir dann doch ein wenig die Rede von Herrn Kasseckert. Da habe ich wieder Hoffnung geschöpft. Sie sagen nun, eventuell machen Sie es ja doch, die Fristen zu verändern, aber noch nicht jetzt. Allerdings frage ich mich dann, weshalb Sie das Wohnraumfördergesetz gerade bis Ende 2022 verlängert haben. Wollen Sie noch 2,5 Jahre länger zuschauen, wie Belegungsrechte weiter frühzeitig vernichtet werden? Ich verstehe wirklich nicht, warum. Und deswegen sage ich auch, ich kann vielleicht noch einmal, auch um Ihnen zu verdeutlichen, ich habe jetzt leider nur die Zahlen aus Frankfurt dabei, ich kenne allerdings auch die aus Wiesbaden, ich kenne die aus der Sonderstatusstadt, in der ich wohne. Im Jahr 2020 fallen in Frankfurt weitere 379 Wohnungen raus, 21 300 und 22 wird es noch einmal richtig lustig, da sind es 1095 Wohnungen. Und da wollen Sie weiter abwarten, dass weitere Belegungsrechte aus der Bindung rausfallen, dass die Wohnungsunternehmen weiter ihre Gelder dort dafür nutzen. Ich verstehe wirklich nicht, warum. Und ich hoffe, dass Sie im Verlauf der Anhörung zu der Erkenntnis kommen, dass jetzt doch der richtige Moment dafür ist, weil wir nicht weiter warten können. Jede Wohnung zählt, und wenn Sie weitere Änderungen in Sicht haben, können wir diese gleichzeitig oder auch in einer weiteren Änderung. Bei der HBO sagen Sie ja auch immer so schön, vor der Novelle, nee, Quatsch, nach der Novelle ist vor der Novelle. Insofern, warum bitte nicht hier? Ich hoffe, dass wir bei der Anhörung konstruktiv zusammenarbeiten. Vielen Dank.
Danke sehr, Frau Barth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit überweisen wir diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA.